Wir werfen heute mal einen Blick auf das ein oder andere Warn-, Gebots- oder Hinweisschild, von dessen Befolgung man eigentlich ausgehen sollte. Aber manchmal sind die Wege des Herrn unergründlich. Getreu dem Motto, stecke deinen Hamster zum Trocknen nicht in die Mikrowelle. Beginnen wir mit dem Warnschild der Kippstabilität des nicht aufgesattelten Fahrzeuges. Es befindet sich immer auf der Innenseite der rechten Hecktür. Das maximal mögliche Gewicht sowohl am Heck des Fahrzeugs als auch an dessen Stirnwand werden bis aufs Kilogramm genau angegeben. Und das Gewicht des Staplers ist in der Regel auch bekannt. Das Gewicht der transportierten Palette oder der Papierrolle hingegen leider nicht immer. Und wenn dann der Fahrer noch kein Freund von Weight Watchers ist, kann es zum abgebildeten Worst Case kommen. Kommen wir zum EBS-Stecker. Dieser Aufkleber gibt unmissverständlich Auskunft darüber, dass bei nicht gestecktem EBS-Stecker das elektronische Bremssystem nicht einwandfrei funktionieren kann. Inklusive der Funktionen ABS bzw. ABV, etwas sperrig, automatischer Blockierverhinderer und dem ALB, also der lastabhängigen Bremskraftregel. Und da das große Sicherheitsrisiken birgt, gibt es die gesetzgeberische Verpflichtung, das Auflieger-Bremssystem per EBS-Stecker mit Spannung zu versorgen. Und bitte zwingend auf die korrekte Verriegelung des EBS-Steckers achten. Der darf sich auf keinen Fall losrappeln. Und was hat es mit diesem Diagonalstreifen auf der Plane und der Eckrunge auf sich? Nun, diese Diagonale finden wir immer bei Fahrzeugen für den Bahnverkehr, die eine Dachhöhenverstellung haben. Und der Huckepack-Auflieger wird immer für die maximale Höhe kodifiziert und diese Höhe wird mit der Diagonalen visualisiert. Und wenn die Diagonalstreifen in der Höhe nicht mehr übereinstimmen, dann wurde das Fahrzeugdach abgesenkt. Mit der Folge, dass die Seitenplane die Greiferkanten verdeckt. Und das würde es dem Kranfahrer unmöglich machen, das Fahrzeug sicher aufnehmen zu können. Diese Auflistung an Hinweisschildern war selbstverständlich nicht vollständig. Aber wir bringen später gerne mehr und freuen uns schon heute auf Ihre Fragen und Anregungen dazu.